Hallo, heute zeigen wir euch wie gewohnt, wenn wir euch einen neuen Bluetooth-Lautsprecher zeigen, auch immer mal einen Vergleich zu einem anderen Produkt. Welches Produkt nun besser klingt, zeigen wir euch nach dem Intro. Hier seht ihr den Docking Define Plus gegen den JBL Extreme 2. Welcher besser klingt, wer wo seine Stärken und Schwächen hat, zeigen wir euch jetzt mal in einem kurzen Soundcheck. Ich fange an mit dem Extreme. Los geht's. So, nun tauschen wir mal die zwei Produkte, dass sie auch von der gleichen Position abspielen. Am besten hört ihr natürlich den Unterschied, wenn ihr euch einen Kopfhörer aufsetzt. So habt ihr dann wirklich den direkten Sound auf dem Ohr. Jetzt führe ich euch mal den Define vor. Und los geht's. Selber Titel, selbe Lautstärke, ungefähr bei 60%. So, ich denke, man hat ganz gut eine Sache auf jeden Fall raushören können. Der JBL ist etwas kräftiger, bassiger, schon deutlich spürbar auch. Der Docking vibriert sehr stark mit vom Gehäuse her. Das hat man bestimmt auf dem Video nicht gesehen, aber der hat sich auch etwas leicht bewegt. Da schwingt das Gehäuse halt schon sehr stark mit. Da denke ich einfach, dass hier das Preis oder der Preis auch den Unterschied macht. Hier liegen wir ja ungefähr bei 300 Euro, hier bei 180, dass hier schon ein bisschen mehr Wert dann noch ins Gehäuse und in die Verarbeitung gelegt wird, wahrscheinlich dann auch bei den Tieftönern. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen in eurer Kaufentscheidung. Falls ihr Fragen habt, haut sie in die Kommentare. Wir freuen uns über ein Abo, gebt uns natürlich auch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!